Hallo, es ist wieder Montag, 17 Uhr. Wir bewegen uns ein bisschen. Und heute haben wir uns das Schönes ausgesucht, was eigentlich so eine Art Evergreen ist. Die Bahnen, kurz gesagt. Immer wenn wir von Bahnen sprechen, meinen wir damit die verschiedenen Bahnen von der Subsidiantoi. Von der Form, die 14 Wege der kraftvollen Beine. Wir fangen aber wieder mit den Grundlagen an, also quasi bei Null. Und beginnen erst mit der Handtechnik. Das ist nämlich ein Block. Block. Immer seitlich treffen. Der Arm besteht aus zwei Knochen. Elle und Speiche. Die müssen, wenn sie auftreffen, daneben, hintereinander stehen. Wenn so, bricht der Arm schneller durch und so auch. Deswegen immer die Knochen hintereinander. Das kann man auch von diesen langen Linealen aus Kutsch, wie man so biegen kann, kann man auch in eine Richtung biegen, aber nicht in die andere, wieder durchbrechen. Also immer. Wenn wir blocken, Elle und Speiche hintereinander, nicht nebeneinander. Für mehr Stabilität. Das nächste ist ganz einfach, wo blocke ich? Schlag mal zu. Wenn ich nah blocke am Körper, ist das Kampfgeschehen nah bei meinem Gesicht. Möchte ich das wirklich haben? Eigentlich nicht. Ich entscheide mich also für vorne, weiter vorne blocken. Der nächste Fehler, auch wunderbar gerne gemacht wird beim Blocken, ist, schlag mal zu, der zu tiefe Block. Dann machen die Leute so ihre Blockübungen hier unten irgendwo, dann wollen sie anwenden und dann, ja, funktioniert nicht. Also immer hoch. Lieber zu hoch als zu tief. Das heißt, wenn ihr die Wahl habt, wenn ihr den Block sehen könnt, nur auf Augen, dann ist es gut. Wenn ihr Absicht wieder zeigt, ein bisschen hoch. So, Schlag. Zwei. Der Block selber steht nur aus einigen Energien. Erste Energie ist die Energie aus dem Ellenbogen. Das ist eine kleine Energie, aber ich nehme die natürlich auch mit, ist klar. Dann, die zweite Energie ist aus der Hüfte. Super Energie. Ja. Und natürlich auch aus der Schulter. So. Und das vierte ist das Eindrehen der Hand. Scheinbar eine kleine Energie, aber man spürt es deutlich. Gerade unter der Prämisse, dass ein Block ja nicht nur ein Block sein kann. Ein Block kann ja auch ein Schlag gegen das Gelenk sein. Oder generell ein Hebel. Ja. Und wenn ich jetzt einfach nur, ich greife jetzt mal die Sehne an, auf der Innenseite, wenn ich da mal drauf haue, ist eine Seite. Wenn ich richtig reingehe, die Sehne tiefer angreife. Ja. Genau. So, also Blöcke immer gleich Angriffe auch. Und der Schlag, Blöcke nicht zu tief. Dann kommt ein Schlag. Schlag. Eine Sache noch ganz kurz. Wenn ich mir meinen Arm anschaue mit der Faust, und ich würde das so als stilistische Zeichnung machen, hätte ich quasi hier einen Strich mit einer Kugel drauf. Das heißt, wenn die Kugel jetzt gerade davor ist, dann kann ich gut zuschlagen. Wenn die Kugel oben geneigt ist, dann würde das passieren, dass ich hier umknicke. Ist die Kugel zu weit nach unten geneigt, dann knicke ich auch. Deswegen müssen wir darauf achten, dass wir schön die Kugel genau am Ende der Linie haben. Generell gilt, Schlag kann schnell ausgeführt werden. Am schönsten, am liebsten sind die Schläge, die so leicht eingedreht sind. Warum? Ich zeige euch mal kurz hier an der Bauchmuskulatur. Wenn ich nur so schlage, spann mal Bauch an. Geht's noch. Aber wenn ich jetzt eindrehe, dann zerstört die Drehung die Spannung der Bauchmuskulatur. Deswegen immer schön, welche Wahl habe, eindrehen. So, ich stelle es einmal hin, mache einen Schlag. Eins. Und danach zwei. Das ist die Handtechnik, der wir beginnen. So, die Kamera positionieren und eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Andere Seite. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins,
kommen wir jetzt zur Fußtechnik dazu. Wir stellen uns den langsam so, wir erinnern uns auf eine Linie. Füße 35 Lauflinie, hinter dem Strecken vor der beiden Beugen, mit mich da nach vorne. Zack. Und jetzt nehme ich das Knie hoch. Könnte ein Kniestoß sein, aber es ist nur ein Schatoi. Schatoi und wieder zurück. Normal. Schatoi und zurück. Und die andere Seite. So, jetzt haben wir die Handtechnik. Ach, nur zur Handtechnik eine Sache. Zur Faust. Der Vollständigkeit habe ich es erwähnt. Natürlich muss der Daumen neben die Finger und niemals da rein. Ja, klar. So. Wer es nicht glaubt, muss einfach mal Liegestütz auf den Fäusten machen mit dem Daumen in der Faust und merkt sehr schnell, dass das nicht spaßig ist. Okay. Die ganze Technik. Hand- und Fußtechniken, wir beginnen so. Und als kleine Entführungshilfe starten wir quasi in Disharmonie. Wir strecken den vorderen Arm nach vorne als Faust und sind Dansambo links vorne. So, und jetzt kommt der Block, dabei gleichzeitig der Chatoi, hinten ab letzten Schlag. Nochmal, ranziehen, Block, Chatoi, hinten absetzen, Schlag. Eins, zwei. 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 So, ich habe ihn gedreht, damit man es auf einer Seite mal sehen kann. Eigentlich braucht man sie nicht so drehen. Andere Seite. Rechts vorne. Linke Faust vorne. Beginnen wir wieder. Und langsam anfangen. Block mit rechts. Chatoi. Zurück. Und Schlag. Eins, zwei. 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 Dann Chatoi, gib mir kurz ein Knie, langsam um einstellen. Genau. Ist wichtig, wenn ich nur so trete, unangenehm, aber es ist so schön. Also er ist hoch, das heißt, hier kann ich zum Beispiel einen Schlag sogar mit Abwehren und dann reintreten. Oder das mögliche Abwehren. Schlag mal, steht mal selber zu. Hoch. Dann reingehen. Wenn ich jetzt so treten würde, dann brauche ich ja Muskeln, die meinen Ball nach vorne bringen. Wenn ich jetzt gerade Fußballspieler bin, habe ich ja nicht so viele Muskeln. Aber was trainiere ich jeden Tag? Mich hochzubringen. Nach unten zu treten. Jedes Mal, wenn ich hochgehe und Treppen steige. Das nutze ich jetzt. Das heißt, ich gehe hoch und stampfe jetzt nach unten rein. Damit ich möglichst viel mehr Fläche habe, weil ich das nicht ganz gerade, ich stelle das so ein bisschen schief. Dass die Chance, dass ich jetzt so könnte ich treffen oder schnell wegrutschen, ne? Wenn ich aber mit dem Fuß leicht nach außen drehe, habe ich A, eine bessere Hüftumsetzung und B, schöne Fläche. Und gleichzeitig drehe ich die Kniescheibe so ein bisschen nach außen weg. Ja. Merkst du das? Jo. Genau. Okay. Jetzt zusammen. Ich stelle das mal so hin. Nee, du musst, wir müssen passend stehen. Ich fange mal an. Block, genau, Chatoi und zurück. Eins, zwei.
Eins, zwei. Eins, zwei. Das ist eine Anwendung der ersten Bahn. Die wird gerne genommen, weil man so leicht das Paddel trainieren kann. Die schönere Anwendung wäre aber nicht hinten absetzen, sondern manual. So, schlag mit der hinteren Hand. Eins. Ja, dass ich gar nicht hinten absetze, wenn ich reingehe. Danke. Also von hier aus. Eins und dann mit reingehen nach vorne. Eins und nach vorne reingehen. Ist auch eine schöne Anwendung. Man braucht nur viel mehr Raum dafür. Das ganze Anwendung jetzt. Okay, zusammen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Andere Seite. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Zwei, eins, zwei. Okay. Ich mache es abwechselnd. Ich brauche jetzt ein bisschen Raum. Wir beginnen also mit eins, zwei. Und jetzt machen wir einen Schritt nach vorne. So. Jetzt. Eins, zwei. Einen Schritt nach vorne. Eins, zwei. Einen Schritt nach vorne. Eins, zwei. Ein Schritt nach vorne, jetzt kommt langsam aus dem Bild aus. Also, mal zurück. Ich werde es ein bisschen anders machen, damit wir jetzt auf der Stelle bleiben, bis wir Raum bleiben, nehme ich mal einen vor, einen zurück. Eins, zwei, Schritte nach vorne. Eins, zwei, Schritte nach hinten. Für Anwendung. In dieser Form wird diese Technik viermal wiederholt. Das ist ein Stellvertreter dafür, dass es mindestens vier Grundmöglichkeiten gibt, es zu machen. Wir gehen es mal durch. So, das erste kennen wir schon, schlag in der Wand. Blocken und treten, zurück, schlagen. Wie viel Mal habe ich gefasst? Gar nicht. Nullmal gefasst. Jetzt fasse ich vorne. Schlag mal zu. Abwehr fassen. Aus dem Block wird ein Armbrecher. Schattoi. Hinten absetzen und Schlag. Andere Anwendung mit einmal fassen. Wiederholer. Abwehr fassen. Drauf wird ein Armbrecher. Das Schöne ist, wir merken bei dieser Technik auch. Nochmal. Moment, Moment. Ich stehe ja vorne, so da. Okay, du steckst jetzt. So. Abwehr. Also ich vorne sowieso bin, zack. Und in der Technik ziehe ich jetzt heran zur Hüfte. Ziehe heran bis zur Hüfte. Und dann mache ich den Armbrecher. Das war jetzt ohne die Technik, jetzt nur so. Ist ja genau dasselbe. Ich ziehe hier ran zur Hüfte, zack. Und immer wenn ich eine Faust, eine geschlossene Faust in der Hüfte habe, das ist ein Zeichen dafür, dass ich vorher was geblockt habe, fasse und ziehe das zur Hüfte ran. Ich kann jetzt natürlich auch sagen, okay, ich ziehe jetzt den Arm, oder ich kann auch, wenn ich erstumpft bin, gehe ich nicht auf den Arm, dann gehe ich vielleicht auf den Kopf. Ne? Oder, dann müssen wir vorsichtig sein, ihr könnt ganz gut treffen an der Seite des Halses, bloß dafür ist der Körper nicht gemacht. Das heißt, es kommt nicht so gut, ne? Okay, gut. So. Also, wir haben schon mal den zweiten, dann jetzt einmal gefasst. Ne, mit Schlag, Abwehr fassen, einmal gefasst. Eins, zwei. Okay, kommen wir zum dritten, da werde ich zweimal fassen. Abwehr fassen, eins, zack, schlägst du genau. Ich blocke wieder ab, fasse und schlage zu. Nochmal, fassen Nummer eins.
Ran, Stück zu, wieder blocken, fassen und raus. Dritte Möglichkeit, zweimal gefasst. Jetzt haben wir schon Muster erkannt, oder? Das heißt, wenn wir jetzt die vierte Möglichkeit haben, wie oft fassen wir? Dreimal. Dreimal, richtig. Okay. Da wollen wir so immer fassen, gleich Bahn minus 1. Okay. Abwehr, fassen. Und jetzt Abwehr, fassen. Aber jetzt fasse ich nicht, schlage ich zu, sondern ich gehe, schlage es, fasse hier hin. Und jetzt ziehe ich auch wieder ran und mach den. Ja. So. 1, 2. Und wenn ich ihn gut habe, habe ich ihn auch. Hier hinten schon Hüfte. Und hier von oben drauf auf der Ellbogenbeuge. Hier als Ellbogengelenk hat so eine wunderbare Knubbel. Ich habe eine schöne Kuhle. Das passt perfekt. Also wer ist dafür gemacht? So schön hinstellen. Kannst du viel machen im Moment? Na. Gut. Okay. So. Also, vierte Version, gleich dreimal fassen. Ne? Abwehr, fassen. 1, 2, 3. Okay, merken wir uns mal. Jetzt kommen wir nochmal zum Chatoi. Ich stehe also da und im Kreisverkehr geht das hoch, 1 geht raus. Immer wenn ich hochgehe, kann das Kniestoß sein oder eben auch, dass ich abwehre. Geht mal zu. Ja. Ich kann aber auch nach den Abwehren auch einen Chatoi machen. Geht nochmal zu. 1, 2. Das merken wir uns. Jetzt gehen wir mal auf das erste. 1, 2, kennt ihr schon. Das zweite, mit einem fassen. 1, 2. Und jetzt haben wir das dritte. 1, 2. Rausgehen. Ja. Und auch da haben wir diese Technik, wie sie jetzt hier schon an, wunderbar auf dem Kniestoß zum Beispiel zu machen. Mit drin bleiben und reingehen. Nur zum vierten, das ist am schönsten, finde ich. 1, 2, 3, runter. Und jetzt der Kniestoß, natürlich auch eine wunderbare Sache, kriege ich eigentlich immer ganz gut runter. Ja. Also, erste Bahn wird viermal gemacht, weil es viele Grundwiederholungsmöglichkeiten gibt, nämlich ohne fassen, mit einmal fassen, mit zweimal fassen und mit dreimal fassen. Gut, lockern. So. Jetzt machen wir den anderen links nochmal. Schlag mal zu. Erste Bahn jetzt. Die erste Version. Zweite Version. Dritte Version. 1, 2. Und jetzt nicht absetzen, mal wieder hier von da aus raus. Oder aber nicht absetzen. So, vierte Version. 1, 2, 3 reingehen. Und jetzt kann ich auch wieder, wo ich schon bin, arbeiten. Oder auch einfach in die Kniekehle reingehen. Ja. Oder auch mein Liebling. Einfach mal hier auf. Ja. Jetzt gehen wir noch einmal um für die Kamera. Zack, nochmal. 1. Den. Oder den. Oder den. Alles gut? Ja. Also ich gehe jetzt im Training nur noch auf den Arm. In der anderen Seite, wenn ich hier auf die dahin gehe, ist ein bisschen schmerzhafter. Oder hier, ich merke, die Spolle geht auch. Da kann ich mit einem Gewicht noch ein bisschen arbeiten. Da schenkst du ja mit einer Hand überhaupt ein bisschen die Nieren anzupacken. Okay, gut. So. Das wäre die erste Bahn. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich glaube gar nicht mal so weit.
Aber lieber genauer klären als zu schnell. Die zweite Bahn, da haben wir die Mantis-Technik. Eine Kreisbewegung mit Fassen. Und die andere folgt dem. Weiter. Drückt. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Rechts und so weiter. So, das ist die Handtechnik. Teil 1 der Handtechnik. Teil 2 der Handtechnik ist, wenn ich jetzt gefasst habe, drüber schlagen. Genau. Wichtig ist keine große Lücke, sondern schön eng lassen. Weil das, wenn wir hier eine Lücke öffnen würden, einen Abstand haben nach da, dann würde ja viel zu viel Lücke dazwischen sein. Das hätte ein Problem. Ich habe mal zu. Zack, jetzt bin ich hier. So kann ich angreifen. Er schlagt nur mal zu. Abwehr. Abwehr und so weiter. Ne? Oder er schlagt mal unten zu. Ne? Kann ich auch den schützen. Wenn ich hier aber eine Lücke habe, schlag mal zu. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Das will ich vermeiden, das kann ich vermeiden. Nehme ich möglichst diese Lücke so gering wie möglich. Nochmal. Mit Lücke. Ohne Lücke. Genau. So, das ist die Handtechnik. Handtechnik, Mantis Hand und dann drüber schlagen. Mantis Hand und dann drüber schlagen. Die Mantis Hand selber, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Kann im Grunde jeder machen, wie er so möchte. Mein Favorit ist quasi mit den drei Fingern hier eine Mini-Faust zu machen, den Daumen drauf zu machen und dann den Zeigefinger drum zu legen. Das hat den Vorteil, dass ich hier auch dieses Greifen hier nochmal trainiere, auch kleine Dinge greifen kann, dass ich dann das Finger habe. Oder auch, dass ich hier noch einen Finger über habe. Oder bei Fingschingasa. Merkst du? Ja. Ne? Genau. Habe bei vielen Techniken wird auch schon gegriffen. Ich komme halt rum und kann hier noch in den Kielkopf zum Beispiel gehen. Ne? Natürlich ist auch wieder die Schlag dazu. Auch einfach ein Haken möglich mit der Hand. Ein Haken. Das Schöne bei dieser Technik ist, wenn ich es einmal so fassen würde, mit großen Fingern, so, nehme mal einen kleinen Finger und biege mal raus. Da kann ich nichts gegen machen. Ne? Aber wenn ich mir immer das hier angewöhne, zack, habe ich hier eng. So, mach noch hier auch jetzt mal. Um ihn zu stellen. Und ich habe noch einen, ich habe hier gut die Kontrolle und habe mal einen extra Finger über. Ne? Ich kann selbst eine Sehne auch auslösen. Aber das Schöne ist, wenn ich weiter oben fasse, also ich habe Kontakt, dann greife ich mit den Fingern hier in die Sehne rein. Merkst du das? Ja. Genau, das heißt, sehr angenehm. Dann schlag mal zu. Abwehr. Hier kommt ja meist ein Kreis mit. Wir erinnern uns, Kreis ist immer toll zum Abwehren, weil ich jedes Mal die Richtung wechsle, kann ich es auch einstellen. Und dann passe ich, greife ich in die Sehne rein. Eine Möglichkeit. Auch eine wunderbare Möglichkeit. Ich greife tiefer, ich muss ein bisschen nach hinten. Gut, greife so. Ja, wenn ich hier nur hinten bin oder aber mal abknicke, ne? Auch sehr sinnig. So. Hier ist die Kugel, alles bei der Faust, nicht mehr hier drüber. Faust, diese Kugel mit der Linie, wissen wir noch. Jetzt ist er auch abgeknickt. Das heißt, jetzt ein Schlagwort. Schlag mal zu. Kann ich auch wunderbar zum Beispiel auch damit angreifen. Es gibt zum Beispiel einen Bandscheu. 1, 2, 3 kann ich machen. Kann meine Mantis anmachen. Ne? Damit greife ich hier direkt mit an. Das eine Haken haben wir auch schon. Schlag mal zu. Ach, der wenn ich so angreife, lockst du, kann ich einfach einhaken. Und jetzt kann ich auch die Hand damit zuschlagen. Auch gar nicht zu öffnen. Kann ich, muss ich aber nicht.
mit Nase, was die auch immer. Und das Haken haben die drin, genau. Schlag. Ich kann fassen, ihn rüberziehen. Ich kann aber auch, wenn ich jetzt eine große kleine Kriegnisse packen, einfach einen Haken rüberziehen. Genauso. Ne? Mannes Hand heißt fassen oder haken. Bei einer anderen Technik zum Beispiel, ist so machen. Da kannst du das abwehren. Ich nicht erst rum, das dauert viel zu lange. Nein, von da aus fasse ich einfach so. Ranziehen, fassen und wieder rein. Das heißt, es steht stellvertretend für alles heranziehen. Ob jetzt gefasst oder gehakt, ist mal egal, die Struktur ist dieselbe. So. Mantis, Mantis. Ach ja, in einigen Sachen ist es noch, wenn manche Tierstile aus Scholing und so weiter machen, dann, was wir dann so machen. Kriegt ganz gut hin. Ja, kann man so ein bisschen so die Gottesanbeter besser simulieren, das sieht ganz cool aus. Ich würde das aber niemals im Kampf anwenden, weil ich viel zu viel Angst an meine Finger hätte. Ne? Immer lieber geschützt drum drauf. Ach, dann auch mal schön, das ist auch so schön. Wenn ich eine offene Hand habe, wie kann man meine Hand so um? Genau. Geht ohne Probleme. So, jetzt eine Mantis-Hand habe, wie ich die mal um? Keine Chance. Genau, weil die Sehnen dann so angespannt sind, das kann man nicht weiter dehnen. Ne? Das schützt einen auch sehr. Okay, zurück zum Thema. Mantis und rüber. Denk dran, keine große Lücke. Schön schließen. Mantis, Mantis und rüber. Mantis, Mantis und rüber. Das ist die Handarbeit. Ich komme zur Fußarbeit. Da bin ich. Ha, ist auch so schön. Schlag mich mal. Also, wie ruhig in Harmonie genau. Immer kann ich irgendwas umleite. Aber praktisch, da muss ich dann drehe ich mich ein bisschen ein von der Hüfte her. Wenn ich die Hüfte eh drehe, kann ich da wunderbar reingehen zum Beispiel. Oder auch Kniestoß, Chatoi machen. Ja? Und dieses ganze Kniestoß, Chatoi, das wird in den Formen, weil die Form sehr oft läuft, ein bisschen vereinfacht, ein bisschen verschlüsselt dargestellt. Nämlich als Zatzingbo. Also immer wenn ihr das Zatzingbo macht, habt ihr eigentlich fast immer die Möglichkeit, Kniestoß statt Toy zu machen. Auch möglich ist natürlich auch noch das Festnageln. Der rausgeht, statt Toy festgenagelt. Klingt erstmal ziemlich belanglos, ist es aber auch, aber hat auch noch keinen Vorteil. Ne? Genau. Oder wie auch immer. So, Spaß beiseite. Satoi kann auch sicheln sein. Na, wenn ich also hier bin, gehe ich hier hinter, setze die Fußspitze hier nicht an, angehoben, nicht nach unten, angehoben. Und damit habe ich einen wunderbaren Haken. Ich habe quasi nicht nur meine Hand, ich habe auch meinen Fuß. Ich habe den Haken, den ich wunderbar hier auch weglegen. Ja. Und wichtig ist nur beim Fegen, stell mal hin, so wenn ich jetzt nur Sali davor wimse, je nach Halt des Bodens, des Turnschuhs, rutscht er ein bisschen oder nicht. Also brauche ich eine Energie, die nach oben führt, damit der Schuh am Boden einen Halt verliert. Gehe also rum mit der Kraft der Hüfte und pumpe dann nochmal die Kraft des Beins hinterher und möglichst nach oben. Das ist auch möglich, wenn man das Tatsimbo macht. Wird nur nicht immer davon ausgeführt. Okay, Schlag. Mantis, Mantis und Tatsimbo. Das Schöne ist, jetzt bin ich auch hier. Da kontrolliere ich noch weiter. Wenn du jetzt zum Beispiel geschlagen bist, dann bin ich sofort da. Kann ich sofort arbeiten. Ja? Hier habt ihr auch den Mantis Hebel, der funktioniert auch ganz gut. Habe ich jetzt jemanden, der in meine Richtung schiebt? Nach da kann ich ihn vorbeileiten. Denn die Grundenergie ist ja immer noch, schlag mal zu, das Vorbeileiten. Nochmal, komm mal von anderen, wenn es noch deutlicher aussieht. Und rums. Das ist ja die Grundenergie, die Grundbewegung. So, Schlag und eins. Das ist die Zatzingbo, eine relativ kleine Stellung.
Ne? Das heißt, auch wenn ich die einmal mache, zack, zack, irgendwann halte ich keine Stellung. Als nächstes gehe ich in die Danksambo. Die Danksambo, erinnern wir uns, ist eine weite Stellung. Satsimbo, Danksambo. Was man nicht machen darf, ist so mischen. Oft viel einfacher. Wollt ihr eigentlich, du machst Maße Satsimbo, Maße Danksambo. Das ist nicht gut. Ich brauche den Raum. Ich brauche die Energie nach vorne. Schlag, gestoppt. Und jetzt öffne ich die Hand. Im Normalfall öffne ich die Hand. Klar kann ich auch ja Kehlkopf, Faust machen, Kralle machen, ganze Kralle, Fingerspieß, alles Mögliche. Aber jetzt in der Variante erstmal nur ganz weit den Handbeinstoß. Wieder quasi Kraft des Unterarms eine Linie ohne diese Faustkugel und eine Linie nach vorne. Lächeln. Einnehmen der Langsambo. Kraft Nummer 1. Schlag des Armes. Kraft Nummer 2. Eindrehen der Hüfte. Kraft Nummer 3. Nochmal. Ich drehe die Hüfte langsam rum. Eindrehen. Ich spanne die Feder. Gehe ich nach vorne. Schlage zu. Und löse die Feder wieder, die dann rausgehen kann. Raus. Nochmal. 1, 2. Zack. Das Schöne ist auch, ich gehe jetzt relativ nah ran, aber ich kontrolliere hier noch. Hier gehe, also er kann nicht mehr irgendwo seinen Arm ranziehen und mich hier treffen, weil ich ja noch weiter kontrolliere. Okay. So, jetzt wieder mal zusammen. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Andere Seite. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Jetzt mal Bahn jetzt nicht abwechseln, bis eigentlich in der Form ist. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Damit ich ja nicht immer bis Bild drin, verändern wir jetzt vielleicht, dass wir einen Schritt vor, einen zurück machen. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Gut. Schauen wir uns mal die Anwendung an. In dieser Form, in der Form gibt es nur 3 Wiederholungen. Ganz einfach, weil es so ähnlich ist wie ihr auch bloß. Fangen Sie mit Fassen an. Schlag. Einmal gefasst. Das ist die erste Anwendung. Und hinein. Form. Bei der zweiten Anwendung fasse ich 2-mal. Einmal gefasst, Schlag, nochmal abgewehrt gefasst und hinein. Bei der dritten Anwendung, Variante, greife ich 3-mal. 1, 2, jetzt gehe ich hier, jetzt gehe ich hier hin. Hinein. Nochmal. 1, 2, hier auf den Ellenbogen gehen. Ich kann ein bisschen gegenziehen, wenn ich jetzt noch mehr Druck drauf habe. Und jetzt geht die Kraft nach vorne und die Hüfte zieht aus. Ne? Okay, du bist gut, ne? Ja, ja. Alles gut. 3 Möglichkeiten, das zu machen, 3 mal zu fassen. Deswegen 3 Wiederholungen in der Form. So, Schlag. Ich kann ein bisschen rumspielen. Ich mache so schön Schlag und ich gehe jetzt zum Beispiel ab und zu schlagen. Geht genauso gut.
Kommt sich schön ab. Rein. Okay. Okay, wir machen nochmal die Standvariante. Alle zusammen. Eins, zwei. Wir bleiben auf einer Seite, so die einfach. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Andere Seite. Ein kritische mit Hüfte, zwei und Hüfte raus. Mit der Hüfte rausgehen. Mit der Hüfte rausgehen. Mit der Hüfte raus. Wenn man genau hinschaut, ist quasi der kleine Bruder des Outer Choice. Outer Choice wissen wir ja noch, ist ja hier mittlere Entfernung, das ist hier eben kleinere Entfernung. Und weil ich da nicht so viel Raum hier habe, komme ich dran von hier aus. Deswegen ist auch die Beinkraft. Deswegen habe ich Zatzingbo in die Darmstammbo gepackt. Ja. Also unsere Kleinstellung in die weite Große. Das heißt, hier die Hüfte und Knöten wieder, um zu fixieren. Und wenn ich jetzt hier reingehe, setze ich hier auf, ich schlage mal das hier nochmal auf, da habe ich die Armkraft. Ich habe diesen Pulskopf aus der Hand, ich mache da mal, die gibt es auch noch, ne? Habe die Armkraft, Ellenbogen, Schulter, Hüfte und auch die Beinkraft. Das heißt, sag mal, halt mal ein bisschen gegen und jetzt habe ich diese Kraft hier, jetzt kommt das hintere Bein. Das heißt, Bein gegen seinen Körper, mal gucken, wer da gewinnt. Okay. So, das war die zweite Bahn. Jetzt schaue ich mal kurz nach der Zeit. Ja, 38 ist schon relativ viel Zeit vergangen. Dann machen wir erst noch eine Zwischentechnik. Und zwar, bei der Form ist es so, dass zu Beginn und immer im Wechsel zwischen der Form ein Technik gemacht wird, nämlich, ne, das heißt, auch wenn ich da bin, hier halt rum und da ist vieles drin. Einfachste Variante, schlag mal zu. Schlag die andere Hand zu. Genau. Das ist die einfachste Variante. Nehme nochmal dieselbe. Gleichzeitig kann ich aber hier auch ein bisschen mehr runtergehen von der Beine, dass ich hier. Ups, alles gut? Ja. Hier halt runterziehe und reingehe. Und natürlich kann ich auch wieder unten reinschlagen. Ich weiß, das Beste. Ja. Oder auch sogar gehen. Ja. Das Schönste ist bei manchen Techniken, zum Beispiel den hier, der muss gar nicht stark kommen. Ich habe jetzt eine Position für eine andere schöne Technik, eine schöne Hebel. Spürst du den schon? Ja. Okay. Ja. Weil es jetzt auch ein Hebel mit drin versteckt. Also neben diesen ganzen Optionen gibt es auch diese Hebeloption. Und die Technik, Rangstellung und Chateau. Mehr ist natürlich, sehr schön, natürlich, dass ich auf die richtige Entfernung gehe. Das heißt, ein bisschen weiter weg. Ich glaube, ich kann noch den Chateau. Bist du hier ran? Dann bist du im Chateau. Bist du sehr nah dran? Ja? Ich treffe den Chateau. Hinzu kommt auch, ich kann auch hier antäuschen. Ja, wunderbar, hier rein, guck mal hier und dann geht es. Alles möglich, wieder kodiert in der einfachen Variante zwischen den Formen. Zwischen den Bahnen. Die Form beginnt so, endet so
und zwischen jeder Bahn ist auch so gemacht. Ne? Dritte Bahn machen wir doch. Kamera. Wir beginnen mal mit vorne, links vorne. Klar. Dann legen, eindrehen und Schlag. Nochmal. Eindrehen, dich rausdrehen und Schlag. Eindrehen, klar. Schlag. Andere Seite. Rausdrehen. Schlag. Richtig rausdrehen. Schlag. Matthias, komm mal zu mir. Halte den Arm jetzt mal falsch. Einfach nur so hochhalten als Faust. Nehme jetzt einen Finger, drücke runter. Du hältst gegen. Keine Chance, dann mal. Nee, falsch. Nee, dran. Genau, und gegen und. Alles hier ist ja auf diesen Muskel ausgelegt, dafür hat es nicht gemacht. Wenn wir jetzt aber umdrehen, die Faust nach außen drehen, da lang. Jetzt kann man gehen. So, ich lasse jetzt nicht los, sonst falle ich hin. Ich kann das Gewicht drauflegen, er kann also gegenhalten. Ja. Rausdrehen. Das ist ein bisschen wie Liegestütze. So Liegestütze ist sehr schwierig, so ist es einfach. Deswegen müssen wir gucken, dass wir wirklich raustreten. Ich habe noch eine andere wunderschöne Variante, nämlich was ich so rausdrehe, kann ich auch wieder reindrehen. Ne? Raus, rein. Das heißt, ich mache nicht nur eins und hau runter, nein, drehe raus und peitsche runter. Noch einen Schlag, rausgedreht und runtergepeitscht. Wieder hier, seitliche Halswirbelsäule. Okay. Und raus. Das machen wir jetzt auch. Runterschlagen. Raus. Runterschlagen. Raus. Runterschlagen. Andere Seite. Raus. Runterschlagen. Und raus. Runterschlagen. Und raus. Runterschlagen. Raus. Runterschlagen. Dazu jetzt noch die Fußtechnik. Dangsambo, runterschlagen, jetzt Shatoi. Dangsambo, Schlag, runter, Shatoi. Dangsambo, runter, Shatoi. Hier. Raus. Und jetzt kannst du den Backbocken zum Beispiel runtergehen. Jetzt kann ich wieder eins, zwei machen. Einfachste Anwendung. Oder raus. Ich kann jetzt noch mehr ziehen. Ja. Und ich kann jetzt auch früher treten. Ich halte mich also jetzt darin. Trete ich. Ja. Ich kann wieder öffnen und rein. Also ganz verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Eine Sache ist noch, die möchte ich mal kurz erwähnen, der Vollständigkeit halber, den Kreis. Nehmen wir jetzt, das ist ein Kreis, nehmen jetzt vier Quadranten. Erster, zweiter, dritter, vierter. Dann ein Kreis, vier Möglichkeiten. So, jetzt schlag mal zu. Ich blocke jetzt. Ich schlage jetzt auch da hin. Und du wärst jetzt mal nach da oben ab. Quasi von mir aus, vom Eingreifer aus gesehen, rechts oben. Abgewehrt, packen, ziehen, den hier, Halswirbelsäule. Kniestoß, Schatoll. So. Jetzt wärst du mal den nach rechts unten von mir aus gesehen. So, selbe Spielchen, packen, hier rein, Schatoll. Also Kniestoß, Schatoll. Jetzt nehmen wir, wer mal nach da unten ab, also von mir aus gesehen nach links unten. So, rum. Jetzt gehe ich mit meinem Ellenbogen unter seinen Ellenbogen. Zack. Diese Hand hier, komm zu mir, dieser Hand hier will nach da. Nochmal. Zack, Schlag wird ab. Ich
hier seinen Ellenbogen, knicke hier ein, hat dann hier eigentlich einen ganz guten Wechsel. Okay, der letzte, der ist jetzt links oben. Schlag nach da. Wieder gehe ich zu seinem Ellenbogen. Wenn ich hier, diese Hand hier will zu mir, diese geht weg. Und jetzt kann der Ellenbogen noch ein bisschen näher kommen, ein bisschen bedrohlich auf sein Gesicht zu kommen, dass er sich ein bisschen zurücklehnt. Okay, nochmal bitte. So, vielen Dank. Ist okay? Ja. Gut. So, in einer netteren Variante, kann ich aber einfach ein bisschen rumgehen und ihn dann sanft einsetzen. Ne, passiert nichts. So. Aber am schönsten ist immer noch, egal was da ist, Kniestoß, Chatoi und dann sieht man weiter. Genau. Das machen wir lieber noch ein paar Mal. Eins, zwei, Chatoi, Qua, runter, Chatoi. Mal zurück. Qua, runterschlagen. Man kann sich überlegen, nimmt man die Hand als Ziel zum Runterschlagen oder nimmt man sie auch an die Hüfte ran? Beides geht. Man kann dann wirklich hier raus oder ziehe ich hier ran. Schöner finde ich es, wenn die Hand vorne bleibt. Ne? Chatoi. Raus, runter. Langsam wo raus und so weiter. Vollständigkeit halber, schlag mal zu. Dieser Qua ist Unterbrechungsangriff. Ich warte nicht, ob er jetzt irgendwie genau trifft oder nicht, sondern ich versuche, hau mal von oben zumindest noch deutlicher wird. Ihr werdet hier die maximale Reichweite haben, maximal, nicht die maximale Reichweite, die maximale Kraft aufgebaut haben. Also warte ich nicht erst, bis er da ist, mache ich so, ganz spät erst. Nein, ich versuche ihn zu unterbrechen. Deswegen gehe ich von der lockeren Stellung in die Dansambo, um möglichst viel Kraft reinzubringen. Das ist auch der Grund, warum ich nicht aber stehen bleibe und den mache, sondern warum ich hier wirklich energetisch in ihn reingehe, die Kraft der Dansambo wieder nutze. Okay. Qua, runter, Chatoi, Qua, runter, Chatoi, Qua, runter, Chatoi. Das war die vierte Bahn. Für heute mal erstmal wieder Schluss. Nächstes Mal geht's weiter. Das war die dritte Bahn, die dritte Bahn. Sagt er was? Die dritte Bahn. Wir machen mit der vierten weiter nächste Woche um 17 Uhr. Ja. Ich wünsche euch alles Gute, schöne Woche und bis bald. Ah ja, wie geht's euch? Gut! Ist okay. Tschüss.